herzlich willkommen zum FC Stammtisch. Das ist ja schon was Besonderes in Köln, hat man das lange nicht mehr. Ja, man hat ja auch lange vergessen, die Jugend einzubeziehen. Ich denke mal, es sind genug Talente in Köln immer gewesen. Und wenn du als Trainer nicht den Mut hast, die Jungs zu bringen, dann gehen sie dir von der Fahne. Die Mannschaft wird eigentlich auch immer schlechter, von der Identifikation her. Und ich glaube nicht, dass es so mutig war. Der Junge wird wohl über 4 Wochen, 5 Wochen in der Vorbereitung glänzend gearbeitet haben. Der Trainer ist von ihm überzeugt. So, und selbst wenn er schlecht gespielt hätte, hätte er an ihm festgehalten. Aber es ist eben, Düsseldorf ist uns hier so ein bisschen aus den Augen gekommen. Ne? Die haben sich ja jahrelang verabschiedet von der Fußballbühne. Versteckt. Und die jüngeren Fans, die können sich gar nicht mehr daran erinnern, wenn wir mit dem Bötchen damals nach Düsseldorf gefahren sind. Ne? Und der Belver auf der Köder Räuber und Gendarm gespielt haben. Aber so nennt man das. Ja, so ein bisschen verstecken und so. Und das sind die Typen, die euch damals hintergereist sind. Also, ja, ne? Wegen euch sind wir ja nur so arrogant geworden. Wegen euch sind wir ja ständig durch Europa gefahren. Ja. Und dadurch kann ich natürlich in die Mitte ziehen. Und ja, dass ich gern schieße, ist halt so. Ich schieße auch gern außerhalb vom 16er. Also ich fackel da im Grunde nicht lang. Wenn ich die Chance kriege, dann schieße ich. Manchmal geht er drüber, manchmal geht er vielleicht gut aufs Tor und der Torwart hält ihn, manchmal geht er rein. Und ich denke mal, ich sage immer, wenn man nicht schießt, dann kann man nicht treffen. Und von daher. Auf der anderen Seite gibt es dann doch auch, halt auch Kritik, wie Michael sie eben geäußert hat. Wie sehen Sie die Person? Er ist ja auf einer wichtigen Schaltposition, das muss man ja sagen. Ja, das hängt nicht nur allein von dem Matthias Lehmann ab, dass der an diesem. Dass es bezeichnend ist, dass ein Mann, der die meisten Ballkontakte hat, auch gleichzeitig die meisten Fehler macht, das ist eine Sache, die muss man abklären, dann muss der Trainer mit dem Spieler abklären. Aber es ist ja nicht nur er, es sind ja alle anderen, die da sind. Keiner versucht, aus dem Spiel heraus den Ball nach vorne zu bringen. Alles, wenn man die Viererabwehrkette sieht, die spielen hinten, obwohl der Gegner 20 Meter weg ist und obwohl der Gegner Sandhausen heißt. Die kannst du normalerweise, ich will nicht despektierlich sein, aber die muss ja mehr drin. Die muss ja mit der Sandalen schlägst du die normalerweise. Ah, die letzten, ja. Aber da, die spielen sich den Ball hinten von rechts nach links, von links nach rechts. Und im Grunde genommen, wenn sie jetzt so ein bisschen weitermachen würden, wären wir auf der Tribüne so langsam eingeschlafen. Abgehen kann. Man kann sich eigentlich gar nicht vorstellen, wenn du herkommst. Du hörst nur, die sind verrückt, die Fans und dies und das. Und dann denkst du, ja klar, ist ja wie überall. Und dann stehst du wirklich um Platz und dann denkst du dir, oh Mann, was ist denn hier los? Das ist interessant, du kommst vom Real Madrid. Also. Ja, trotzdem, als wir dann hier drin standen. Und ja, ist schon ein Unterschied, ne? Ob da 45.000 aufstehen und die Hymne singen oder 70.000 klatschen und Nüsse essen. Ich glaube, Nino, wir kommen natürlich jetzt mal zu dir und der nächste Grund ist natürlich nicht so erfreulich gewesen. Wir haben ja alle in diesem Jahr einen großen Verlust erlitten, du natürlich besonders. Du hast deinen Vater verloren im Juni, der aber ja vielleicht die FC-Legende schlechthin war, muss man jetzt leider sagen. Es hat eine große Anteilnahme gegeben, eine große Welle der Anteilnahme, so wie ich sie mitbekommen habe, als ich die Nachricht bekommen habe. Das hat mich auch aus den Schuhen gehauen, ganz Köln, aber auch darüber hinaus. Wie habt ihr diese Zeit jetzt danach wahrgenommen? Ich meine, da gab es ja auch einige Dinge, die öffentlich waren. Ist natürlich, wo mir dann immer noch die Erpelbälle kommt, war natürlich der Ehrenapplaus im Stadion, beim Düsseldorf-Spiel. Ja, wie habt ihr die letzten Monate überstanden? Also wir sind eigentlich auch nie allein gelassen worden, von Anfang an schon, seitdem der Vorfall passiert ist. Damals Präsident Overath noch sich direkt gemeldet, Bernd Kohlmann, Stefan Engels sowieso. Und jetzt gerade auch in der letzten Zeit kam dann doch auch ein bisschen überraschend, dass Vater so schnell dann verstorben ist. Aber meine Mutter und ich sind eigentlich nie alleine gelassen worden und sind immer unterstützt worden. Und gerade auch vom jetzigen Präsidium, Werner Spinner, Alexander Werle, Toni Schumacher waren zwei Tage oder in der Woche vor der Beerdigung als Delegation in Euskirchen bei meinen Eltern zu Hause. Wie gesagt, wir sind nie alleine gelassen worden. Es war eine schwere Zeit.
Es war schon klar, jetzt mal auf die Fußballschule zu kommen, es war schon klar, dass die Fußballschule nach dem Heinz benannt werden sollte, weil ich auch eine Riesengeste vom 1. FC Köln fand. Die Idee stammt ja von Toni Schumacher und hat uns dann ein bisschen abgelenkt, war ja dann auch eine schöne Sache, weil ich denke mal, der Heinz, so bescheiden und ehrlich und aufrichtig wie er war, hätte sich, glaube ich, über diese Aktion sehr gefreut, obwohl er wahrscheinlich auch gesagt hat, erst, nee, lass mich damit in Ruhe, aber er wäre schon sehr stolz gewesen. Und aber wie gesagt, du hast es gerade schön angesprochen, ob das in irgendwelchen sozialen Medien sind oder ob es Anteilnahmen, SMS waren, Anrufe waren, Briefe waren, wie auch immer. Die Anteilnahme war riesengroß und die hat uns auch Kraft, die hat uns Mut gegeben, die hat uns gestärkt, gerade meine Mutter und ich. Und gerade auch, wie auch bei dem Benefizspiel, im letzten Jahr, Ehrenspiel, ja. Genau, eigentlich Ehrenspiel, da hat man eigentlich auch gesehen und ist einem nochmal richtig bewusst geworden, welchen Stellenwert der Heinz nicht nur beim FC hat. Wie gesagt, alte Internationale wie Hannes Löhr waren besuchen, Hans Schäfer waren besuchen, Kalli Thielen waren alle da. Der Bernd Kuhlmann hat auch immer dafür gesorgt, dass die Leute zum Heim fuhren. Ich würde jetzt einen vergessen, Harry Konopka, waren alle da. Roger van Gool ist aus Belgien gekommen, also das war schon Wahnsinn. Aber so die Anteilnahme, was mich bei dem Ehrenspiel sehr stolz gemacht hat, ein Klaus Fischer, ein Hannes Bongartz, ein Jürgen Grabowski konnte leider nicht mitspielen, der kommt aus Frankfurt, ein Hansi Müller lässt ein Spiel vom VfB Stuttgart, Altinternationale, sausen um. Der ist mit dem Zug hin und her gefahren, mit dem ICE, welchen Stellenwert der Heinz im Fußball Deutschland hatte und jetzt auch die Schreiben, die gekommen sind, Das war schon ein absoluter Wahnsinn. Das ist eine Sensation. Hast du irgendwie geahnt, irgendwas gehört, dass da was im Busche ist, dass es dann tatsächlich der Patrick Helmes wird, der dann in die zweite Liga zurückkommt und uns demnächst in die erste Liga schießt? Oh, das ist ja eigentlich schon alles auf den Punkt gebracht. So einfach geht das. Okay, natürlich habe ich nichts geahnt. Ja, das ist der erste Big Deal des Herrn Schmadtke. Und ist für mich dann in diesem Sinne nicht so überraschend. Weil für mich Jörg Schmadtke der Königstransfer im letzten Sommer war. Das ist perspektivisch. Man hat seine Arbeit über Jahre beobachtet in Aachen und wie man ja merkt, die Leute auch. Er hat gute Arbeit gemacht. Er ist ein verdammt guter Typ. Er weiß auch in der Öffentlichkeit mit uns Clowns, sage ich mal, umzugehen. Der hat die Medien im Griff, aber auf eine angenehme, normale Art und Weise. Ja, und das ist sein erster großer Transfer. Den jungen Skandinavier kann ich nicht einschätzen, das ist ein Nachwuchsstürmer. Ja, hat keiner auf dem Zettel gehabt, wie er das wirtschaftlich hinbekommen hat. Ich weiß es nicht, aber er hat es ja wohl irgendwie hinbekommen. Es ist in diesem Sinne wirtschaftlich überraschend und so bei allem, was jetzt über Helmes auch gesagt wird, er ist damals weggegangen Richtung Leverkusen. Klar, hat man hier nicht gerne gesehen. Ich sehe es jetzt aber mal andersrum. Wenn einer sich dann irgendwann wieder hinstellt, der mit Sicherheit auch die Perspektive erste Liga noch gehabt hätte und jetzt sagt, hey, es ist aber mein Club, es ist mein Ding, wieder zurückzugehen, dann sage ich Chapeau. Finde ich gut. Ich meine, ihr seid ja, kriegt ja schon ein bisschen was mit. Habt ihr vorher schon was geahnt? Es geht in diese Richtung, wurde da schon ein bisschen in der Kabine getuschelt. Der Patrick Goethe. Ich kann doch kein Köln. Muss ich das übersetzen, oder? Der Patrick Helmes würde eventuell zu uns transferiert werden. Ja, ich denke, dass so 2-3 Tage vorher wurde das ja in den Medien so ein bisschen thematisiert und ich denke, die ganze Mannschaft hat gehofft, dass das zustande kommt. Wir haben zwar selber auch so ein bisschen gerätselt, wie das wirtschaftlich funktioniert. Hat er nicht bei euch nicht allen was abgezogen? Oder? Ich weiß es nicht. Also, Patrick Groschen oder so. Wir haben morgen eine Sitzung, es soll über Kündigung gesprochen werden. Ich weiß nicht, ob das was damit zu tun hat, aber nein. Liebe FC-Fans, ruhig, ganz ruhig. Wir stehen im Achtelfinale! Erster Fußball für Köln. Erster
Club. Ich würde gerne mal Ihre jetzige Einschätzung wissen, das können wir auch gerne hier diskutieren, also bringt euch ein, wie der Verein aus Ihrer Sicht jetzt dasteht. Wirtschaftlich, sportlich, haben wir ja schon ein bisschen jetzt besprochen, wirtschaftlich und das Gesamtbild. Vielleicht können Sie da mal ein paar Worte zu sagen. Ja, also der Punkt war ja, dass ich nach der Wahl ja in die Bücher reingucken konnte und natürlich zutiefst erschrocken war, weil der Verein im Juli relativ nah vor der Insolvenz stand. Und da muss man immer sehen, von welchem Stuhl man aufsteht. Und wenn man heute die wirtschaftliche Situation des 1. FC Köln sieht, dann sieht man, wir haben mit Rewe verlängert, wir haben Remova als neuen Sponsor an Land gezogen, ein wirklich tolles Unternehmen. Wir haben die Sparkasse für die Jugendfußball gewonnen, weil das Phantasialand von heute auf morgen gesagt hat, machen wir nicht mehr. Und wir haben, ich sag mal, stehen in Gesprächen mit der Rheinenergie zur Verlängerung des Stadionnamens. Wir sind vor der Unterschrift mit einem neuen Pachtvertrag. Wir haben immer noch über 30 Millionen Schulden. Du kannst in der zweiten Liga keine Schulden abbauen. Aber der große Unterschied ist im letzten Jahr, für alle, die wirtschaftliche Verhältnisse verstehen, wir sind mit einer Ergebnislücke von 10 Millionen reingegangen. Was das heißt, das ist, ich sag mal, hochgradig nervenaufreibend, weil sie sitzen ihr Gehalt am Montag im Monat und dann wissen sie, da kommt eine Rechnung, die ist fünfmal so hoch wie ihr Gehalt und ihr Überziehungskredit ist nur halb so groß. Ne? Dann wissen sie ungefähr, wie ich mich gefühlt habe. Und dieses Jahr mit einer tollen Geschäftsführung, mit dem Alex Werle von Stuttgart, der 10 Jahre im Fußball gearbeitet hat bei Stuttgart und Stuttgart war über lange Zeit und ist ein gut geführter Verein. Da sind natürlich auch Strukturen reingekommen, da sind die Prozesse vernünftig hingekriegt worden und der sitzt natürlich auf dem Geldsack. Und wenn da irgendjemand dran will, dann keift der. Ne? Und das ist das Schöne. Ne? Und das, ich hoffe, er nimmt mir das nicht übel. Aber hier ist jetzt so, da gibt es ein Budget für dieses Jahr und das halten wir ein. Das ist neu für den Verein. Und das Thema, wir geben nicht mehr aus, als wir einnehmen, ist auch ein Basisprinzip, was in jedem Unternehmen immer wirkt. Und das ist beim FC jetzt auch so. Okay, Hauptsache, wir gewinnen 2-1. Ja, Roland Koch, sind Sie ein guter Tipper oder? Ich würde sagen, ich möchte an für sich, ja, ich kann, bin ja nicht direkt beteiligt, also von daher kann ich einen Tipp abgeben. Eben. Das ist ganz klar. Ich will auf jeden Fall den Schwerpunkt auf die Balance legen, das heißt, ich will ein 2-0 haben. Von daher sage ich 2-0. Die 2 für das Selbstbewusstsein, für die Überlegenheit, die 0, dass wir wissen, Spiele werden aus der Abwehr gewonnen, das ist ganz klar. Und Tore, einer von den beiden Spitzen. Und ich sage einfach mal, der Lehmann muss mal einen reinknallen. Ja, darauf warten wir schon sehr lange. Ja, ja okay. Das muss er mal machen. Da gebe ich ihm mit auf den Weg. Das kann er wohl mal machen, oder? Ja, okay. Also wir geben es hier mit auf den Weg. Werner Spinner hat das beim letzten Mal 1-0 für den FC in Aalen getippt. Genauso ist es ausgegangen. Also, jetzt bist du noch dran. Ich halte es mit Werner Spinner. Ich tippe 1-0 ja? Für den FC. Und ich sage auch, einer der beiden Stürmer, Helmes, der von der Bank in der 60. reinkommt, macht das entscheidende Tor 1-0. Aus 70 Metern mit 140 Stundenkilometern, kein Thema. Ja. Deswegen, ich sag mal, was haben wir da gestern gesehen in Köln-Müngersdorf, außer 4 wunderbaren Toren und einem wunderbaren Spiel? Ja, was nimmst du mit? Das war nicht Zweitliga-Fußball, sondern das war Bundesliga-Fußball. So, ganz einfach. Das war, wie mein Vorredner schon sagte, seit mehreren Jahren das beste Spiel, was ich hier in Köln gesehen habe und ich bin immer dabei. Das war Begeisterung, das war Spielfreude, die ich lange auch oder oft nicht gesehen habe beim FC. Und vom ersten Tor bis zum Ende wurde Dampf gemacht. Dem Gegner wurde der Schneid von Anfang an abgekauft und es war einfach ein Fußballfest. Da passte alles, 45.000 Zuschauer, Flutlicht, schnelles erstes Tor. Viele Zuschauer am Bildschirm und dann immer weiter Dampf und der Gegner richtig aus dem Stadion gefeuert. So will man es als Fan haben, so macht das richtig Spaß. Genau. Ich würde gerne nochmal dein eigenes Tor ansprechen. Natürlich, das war jetzt nicht entscheidend beim Stande von 3-0, aber dennoch das erste Profitor. Was geht in einem jungen Profi da vor? Kann man das irgendwie ansatzweise beschreiben?
Ja, pure Freude eigentlich. Muss man selber machen. Ja, müsste man selber machen, um es zu erfahren. Man freut sich einfach in dem Moment. Ich habe schon vorm Spiel zu Timo Horn gesagt, aus Witz, ja, heute mache ich einen, aber ich weiß da nicht, wie ich jubeln soll. Ich glaube. Ich glaube, dann hat auch jeder gesehen, dass ich wirklich nicht wusste, wie ich jubeln soll. Ja. Jetzt, wo du es sagst. Sah komisch aus, aber. Also, nee. Mir ist jetzt nicht aufgefallen, wenn du es nicht gesagt hast. Aber. Nein, nee, aber. Es ist einfach pure Freude. Ja, jetzt haben wir natürlich ein tolles Spiel gegen Union Berlin gehabt, aber die haben mitgespielt. Also, das kommt uns sehr entgegen, wenn die das tun. Macht leider nicht jeder. Ingolstadt hat es nicht gemacht, Bochum nicht gemacht. Hat der FC da momentan ein Problem, generell? Also stimmt da noch was in der Abstimmung nicht? Oder wie siehst du es? Also der FC hat meiner Ansicht nach definitiv ein Problem in der Richtung. Das sagen schon die nackten Zahlen vorweggeschickt. Ich bin eindeutig der Meinung, dass der FC aufsteigt. Das nur mal als Eingangsstatement. Glaub, bist du nicht allein. Lautern und der FC werden aufsteigen. Und zwar aus meiner Sicht sogar relativ souverän. Weil sie einfach klar die beste Mannschaft und den besten Kader haben. Nicht nur die ersten Elf, sondern auch die dahinter sind. Wie das halt immer so ist, jeden Trainer, ich glaube, wer es nicht erwischt hat, der mal vorzeitig irgendwo gegangen ist, ist kein richtiger Trainer. Du gehörst jetzt also auch in die Gilde der richtigen Trainer. Du bist nicht mehr Trainer beim 1. FC Köln. Ich wäre gerne ein falscher Trainer und hätte heute eine Arbeit. Das glaube ich dir, ja. Das wäre jetzt meine nächste Frage. Was machst du momentan? Wie sind deine Verbindungen nach wie vor zum FC? Ja, zum FC ist eigentlich jetzt mehr oder weniger erstmal der Kontakt abgebrochen. Ich gehe regelmäßig zu den Spielen, war auch in Bochum, also interessiert mich auch natürlich nach wie vor. Es ist mein Verein, wird auch immer bleiben. Habe jetzt für Hamburg 5 Tage Hamburg gebucht, gucke beide Spiele da. Also bin dem nach wie vor sehr verwurzelt. Jetzt und ja. Mach das Ganze nicht davon abhängig, ob ich Angestellter des 1. FC Köln bin, sondern ich bin Kölner und ich liebe diesen Verein, ohne da jetzt tätig zu sein. Aber mit Sicherheit ist es so, dass die Situation für mich persönlich im Moment natürlich sehr unzufrieden ist. Ich bin jetzt schon, ja, wann war das? Ende April, als ich dort freigestellt wurde. Mehr oder weniger auf der Suche nach einem neuen Job. Habe dann zwischendurch mal die VDV trainiert, also die arbeitslosen Fußballer, die während der Wechselperiode vertragslos sind. Das war schön, das hat Spaß gemacht. Da ging es aber letztendlich auch wirklich nur darum, selber auch wieder mal Rasen zu riechen und mit einer Mannschaft zu arbeiten. Aber im Moment, wie gesagt, bin ich auf der Suche, gucke viele Fußballspiele und ja, hoffe natürlich, dass bald etwas passiert, weil so langsam nervt es. Und es wird ja allgemein jetzt gesagt, und man hat in diesen beiden Spielen schon eine gewisse Erstligatauglichkeit, zumindest in Ansätzen, unter Beweis gestellt. Siehst du das auch so? Nein. Also das sehe ich völlig anders, weil man muss ganz einfach sagen, in der Konstellation, wo diese Spiele stattgefunden haben, sei es gegen Mainz oder den HSV, waren beide Gegner in einem total desolaten Zustand. Deshalb, da muss ich einfach sagen, Pokal ist schon lange her, dass der letzte Pokal gewonnen worden ist. Ja, ich erinnere mich. Ich auch, ja. Und sorry, da muss ich meines Erachtens viel früher erkennen, wie schwach der HSV wirklich ist. Und muss letztendlich dann auch in der Lage sein, kleine Kritik am Trainer, in der Lage sein, innerhalb des Spieles das System zu verändern. Und ich sag mal, ich hätte ganz einfach gesagt, in der Halbzeit oder vielleicht noch früher, hier wollen wir gewinnen. Ja, und nicht nur so mal schauen, wie das Spiel geht, sondern man hätte da gegebenenfalls frühzeitig mal das System ein bisschen verändern sollen. Und das sind so die Dinge, die ich eigentlich in der Entwicklung des Vereines erwarte. Dass man während eines Spieles eben auch mal in der Lage ist zu sagen, okay, man spielt kurzzeitig Pressing, man verändert die Situation, nimmt wieder den Druck raus, um auch mal sich ein bisschen zu schonen. In der zweiten Liga klappt das. Ja gut, aber erste Liga, das ist dann eben die große Aufgabe. Ne? Okay. Ja gut, man muss ja noch Ziele haben und sich kontinuierlich verbessern. Und da ist der FC ja mitten bei.